Deswegen sind wir beide hier. Wir haben Ihnen ja einen Brief geschrieben. Wir hatten Sie auch beide eingeladen zu unserer Mahnwache am 24. August. Und worüber wir ganz traurig waren, war, dass wir gar keine Botschaft gekriegt haben. Also selbst wenn man den Terminkalender voll hat, hätten wir uns natürlich gefreut, wenn wir den Menschen dort eine Botschaft von Ihnen hätten mitgeben können. Und deswegen haben wir uns entschlossen, heute herzukommen und so lange auszuharren, bis wir vielleicht die Gelegenheit bekommen, mit Ihnen nochmal ins Gespräch zu kommen. Und uns machen die aktuellen Nachrichten große Sorgen. Ich denke mal, das wird Ihnen ähnlich gehen. Wir haben von Rostock und von Neubrandenburg gehört, dass im Grunde genommen immer das Problem der Finanzen im Raum steht, dass also solche Stationen, um die wir hier auch kämpfen, im Grunde genommen vom Geld abhängig sind. Und die Frage, die wir haben, ist, was können Sie tun noch, was ist möglich? Weil es ist jetzt seit 14 Monaten die Station in Kriebitz geschlossen. Parchim ist nicht sicher und die Frauen werden, wir haben aktuell zwei Berichte auch auf unserer Facebook-Seite von jungen Menschen, die also einmal in Schwerin, einmal in Parchim abgewiesen wurden. Und wir haben gehört, das ist nicht so selten, es kommt öfter mal vor, dass Stationen dann vorübergehend abgemeldet sind. Dieses Abgemeldetsein wird aber gar nicht öffentlich, wenn es nicht jemand an die Medien bringt. Ansonsten fahren Eltern mitunter unter Wehen zum Krankenhaus, erfahren dort, die Station ist geschlossen und suchen dann sich eine weitere Klinik. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, wie können wir also gemeinsam dafür sorgen, dass das besser wird, dass diese Situation besser wird. Weil wir brauchen die jungen Menschen und können es nicht aushalten, dass Menschen sagen, sie ziehen weg, sie haben Angst, wenn sie hier eine Familie gründen, dass das nicht mehr so gesichert ist, wie es mal war. So will ich es mal sagen. Ja, ich verstehe das total und das Ziel, dass wir hier eine Lösung finden, wie an den anderen Standorten, das eint uns ja auch. Ja, und wir haben für alle Standorte ja auch bereits etwas gemacht. Aber ich gebe erstmal gerne das Wort an den Gesundheitsminister und dann kann ich auch noch gerne was sagen. Ja, Frau Bürgermeisterin, Frau Borchardt, meine Damen und Herren. Sicherlich ist es so, so viel wie es kann man Folgendes sagen. Es laufen ja zurzeit Ausschreibungsverfahren und Bewerbungsangebote laufen ja eine Woche lang aus. Dann geht es ja darum, die Angebote auszuwerten und dann ein Konzept zu erstellen. Und soweit ich es weiß, ist dann vorgesehen, im Oktober und November, die bringen hier einmal Aufsichtsrat, aber eben dann auch die Länge des Kreistags und den Kreistag selbst befassen, um eine Lösung zu finden für die Gynäkologie und für alle anderen Schwierigkeiten, die im Kriegsjahr ja entstanden sind. Aber das Wichtigste ist, dass wir als Land zusammen im Bundesrat eine Mehrheit bekommen haben für unsere Initiative, die Fallpauschalen im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin inklusive Geburtshilfe abzuschaffen. Das ist das Kernproblem in der Finanzierung dieser Bereiche. Das war ein hartes Stück Arbeit, weil zu meiner eigenen Überraschung, obwohl es diese Probleme in ganz Deutschland gibt, nicht die Bundesländer alle sofort Hurra geschrieben haben, sondern es sehr lange diskutiert wurde, aber diese Mehrheit haben wir und daran wird jetzt gearbeitet. Das Zweite ist, die Probleme sind dennoch unterschiedlich. Herr Glaser hat angesprochen, Neubrandenburg. Da geht es ja darum, dass der Bundestag ein Gesetz beschlossen hat, dass es grundsätzlich bei der Versorgung eben nach Fallzahlen, nach Mengen gehen soll. Das halten wir als Land für falsch. Die Mengen alleine sagen nichts über die Qualität. Und da haben wir zum Glück uns auch durchgesetzt als Land. Wir haben es geschafft, dass in diesem neuen Gesetz, wo es eine große politische Mehrheit gab, dass es zu diesen Mengen Regel kommen soll, dass es aber eine Ausnahmeregel gibt, dass ein Land Ausnahmen machen kann, gemeinsam mit den Krankenkassen und allen, die im Gesundheitswesen Verantwortung tragen. Und daran wird in Neubrandenburg jetzt gearbeitet. Das betraf vor allem die Küchenstationen. Mhm. In Rostock ist es so, dass es dort viele Unstimmigkeiten gibt, ich sag mal, im Führungspersonal. Das muss geklärt werden, aber es ändert nichts daran, dass das Land hinter der Universitätsklinik Rostock steht. Und in Rostock gibt es seit Jahren den politischen Vorschlag, übrigens auch vom Landtag beschlossen, dass sowohl die Kinderklinik in der Südstadt und auch in der Universitätsklinik gemeinsam ein Eltern-Kind-Zentrum machen sollen, was auch vom Land unterstützt wird. Und da haben sich noch nicht die Verantwortlichen, ich sag mal, auf ein gemeinsames Konzept geeinigt. Die Uniklinik selber wird aber auch vom Land finanziell unterstützt. Auch stärker unterstützt. Wir haben auch hier Soforthilfe gegeben.
Der dritte Punkt ist Kriebels. Auch hier sind wir als Land reingegangen. Sie wissen, dass der ganze Standort Kriebels, das war ja eben nicht allein der Bereich, sondern auf einmal war ganz Kriebels, stand in Gefahr. Und wir haben als Land 6 Millionen Euro gegeben, damit dieser Standort zurückgekauft werden kann. Dabei bleibt es auch wenn es jetzt zu meiner eigenen Überraschung Forderungen aus der Politik gibt nach dem Motto, da muss es im Zweifel wieder zurückgeholt werden. Uns bleibt es dabei, dass wir diese Rekommunalisierung unterstützen. Und der Landrat, das hat ja eben der Gesundheitsminister gesagt, arbeitet gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium daran, dass man einen Partner bekommt. Daran wird jetzt gearbeitet und daran halten wir auch fest. Das ist der aktuelle Stand. Frau Schwesig, ich glaube, wir sind alle dankbar dafür, dass die Bundesratsinitiative gestartet wurde und auch, dass im Bundesrat sozusagen die Gülle noch mit aufgenommen worden ist. Das war ja auch im Gespräch mit Ihrem Chef der Strafkanzlei sozusagen unsere Forderung, dass das erweitert werden soll. Das ist der Punkt. Auch der andere Punkt, dass wir die Rekommunalisierung durchgeführt haben. Worum es uns geht, ist dieses Modellprojekt, was ja im Kabinettsbeschluss auch eine Rolle gespielt hat. Daran kann ja unabhängig davon, ob Helios reinsteigt oder nicht, gearbeitet werden. Und wir spüren nicht, dass daran gearbeitet wird. Dass die Betroffenen oder die Verantwortlichen an einen Tisch kommen. Also die Krankenkassen sind ja mit angesprochen worden. Wenn man mal darüber nachdenkt, dass es bei stationär ambulant immer Abrechnungsschwierigkeiten gegeben hat. Also wie wird das die Frage gelöst? Welche Rolle spielt denn der Bundesratsbeschluss auch für unser Krankenhaus in Bezug auf Green Gap Wiedereröffnung? Wir merken nicht, dass daran gearbeitet wird, obwohl ja die Bürgerinitiative ihr Konzept abgegeben hat. Und was wir erwarten, ist eigentlich, dass Sie oder auch der Gesundheitsminister jetzt mal alle an einen Tisch holen und sagen, so, was müssen wir tun, um ein mögliches Modellprojekt auf den Weg zu bringen? Welche Fragen müssen beantwortet werden? Wer wird dafür verantwortlich gemacht? Welchen Zeitplan haben wir dafür? Weil ich denke auch, egal wer mit einsteigen wird, wenn wir Green Gap in die Konzeption nicht mit reinbringen, also aus unserer Sicht, dann ist die Hoffnung auch am Ende. Und wir haben, die Hebamme wird es ja selber nochmal darstellen, auch mittlerweile das Problem, dass unsere Fachkräfte aus der Region abhauen. Ja, ich verstehe, dass die Zeit drängt, aber Sie kennen sich am besten, glaube ich, von allen aus, Frau Borchert, dass es nicht so ist, dass hier niemand was tut. Sie müssen nicht denken, dass so eine Mehrheit im Bundesrat von alleine kommt. Da haben wir viele, viele Gespräche geführt, aber über jedes Gespräch berichten wir nicht öffentlich. Ja? Das Zweite ist, das Land hat jetzt viel Geld in die Hand genommen, um Kriebel zu unterstützen. Rostock habe ich schon eben angesprochen und gleichzeitig kümmern wir uns auch um Neubrandenburg. Und der Landkreis arbeitet ja an einer Lösung. Er arbeitet daran. Und Sie sind ja auch mit dem Landrat, das weiß ich, weil ich persönlich auch schon mit ihm gesprochen habe, auch mit dem Landrat Stefan Stellenbeck im Gespräch. Wir arbeiten weiter daran, das können wir Ihnen zusichern. Wir können Ihnen nur versichern, und das haben Sie auch gesehen, das ist das erste Mal, dass das Land Geld in die Hand genommen hat, zum Rekommunalisieren. Dazu stehen wir auch, dass wir weiter an einer guten Lösung arbeiten. Ich verstehe, dass es für die Fachkräfte, für die vor Ort sind, nervenzerrend ist, weil man noch nicht an der Endlösung ist. Aber Sie selber haben ja viele Jahre Politik gemacht. Wir müssen eben gemeinsam daran arbeiten. Das, was andere, ich sag mal, über Jahre hinweg so einfach schleifen lassen haben und uns dann die Scherben vor die Füße werfen, das sammeln wir jetzt auf und versuchen Stück für Stück eben auch nach vorne zu bringen. Das können wir Ihnen versuchen. Frage habe ich noch, Frau Schwesig. Und zwar ist das ja der Punkt, Kriebels ist mein Wahlbereich, ich trete an für den Wahlkreis 37, möchte auch gerne in den Landtag. Und ich selber stelle mir natürlich die Frage, weil wir eine sehr krasse Situation mit unserem letzten Kind hatten und der wäre ohne Kriebels gar nicht am Leben, der wäre definitiv in einem Taxi, in einem Helikopter oder in einem Krankenwagen gestorben, weil er zweimal die Nabelschnur drum hatte. Ich wohne in Meslin. Diese Leute dazwischen, die werden irgendwie überhaupt nicht gesehen. Die Problematik in Kriebels ist doch folgende. Wir haben eine Klinik, die mit Abstand in der Region den besten Ruf hatte. Wir haben über Jahre den Bereich gehabt, dass Leute nach Schwerin abgezogen wurden, Familien schon mehr oder weniger immer dahin getrieben wurden, weil gesagt wurde, wenn was mit dem Kind ist, müssen sie sich entlassen, dann wird es mit dem Krankenwagen nach Schwerin gemacht, dann müssen sie sich dort wieder selber anmelden, müssen dann erst wieder aufgenommen werden, sodass die Leute überhaupt von Kriebels über Jahrzehnte schon verschreckt wurden.
Wenn ich hier diese Unterschriftenaktion, die wir starten, mit 15.000 Unterschriften, die wir locker zusammenbringen werden, locker, kann ich Ihnen versprechen, in Schwerin alleine nur durchführen würde. Das machen Sie jetzt Wahlkampf? Ich mache keinen Wahlkampf. Das, ich möchte nur wissen, wer die Verantwortung übernimmt, wenn das erste Kind stirbt, weil Parchim wieder nicht am Netz ist, die Leute nicht wissen, wohin und Schwerin oder Güstrow zu weit ist für die Leute dazwischen. Also, wer übernimmt dann die Verantwortung? Ich hatte bisher einen sehr guten Eindruck, dass dieses Thema nicht in den Wahlkampf gezerrt wird. Ich möchte Ihnen sagen, das, was Sie Ihnen vortragen, das hat die Bürgerinitiative schon mehrfach vorgetragen. Genau das ist das Problem, dass offensichtlich der Träger sehr, sehr lange für sich entschieden hat, diese Sachen schleifen zu lassen. Und ich habe hier ganz klar vor der Staatskanzlei gesagt, die Geburtsstadt zum Kriegwitz hat über Jahrzehnte gut und sicher viele Kinder zur Welt gebracht. Und daran gibt es von mir überhaupt gar keinen Zweifel. Und das ist der Grund, warum wir politisch, es ist die Verantwortung des Trägers. Ich halte das für fahrlässig, was der Träger gemacht hat, uns das jetzt alles vor die Füße zu kippen. Und wir haben jetzt politische Verantwortung übernommen, so wie wir es besprochen haben. Wir haben das erste Mal im Land ein Krankenhaus rekommunalisiert, weil es ja nicht auf einmal nur um diese Station geht, sondern auf einmal um das ganze Krankenhaus. Und Ihr Landrat arbeitet an einer Lösung. Aber das, was, ich sag mal, der Träger viele, viele Jahre hat schleifen lassen und sich offensichtlich von einer solchen Station schon viel eher verabschiedet hat, so meine Einschätzung, als uns das zumindest gesagt worden ist. Frau Schwesig, eine ganz kleine Bitte. Sie haben diese Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht und das heißt, im zweiten Halbjahr soll eine Lösung kommen, weil das kann auch nur dem Landkreis helfen, die Finanzierung solcher medizinischen Fachrichtungen zu leisten und zu schaffen. Weil ich denke, das ist im Moment die große Sorge des Landkreises und der Kommunen, die da beteiligt sind. Sehen Sie eine Chance, dass das in diesem Halbjahr tatsächlich noch eine Lösung, ein Angebot auf Bundesebene geben wird? Das ist das allererste, was wir mit einer neuen Bundesregierung besprechen müssen. Und wir haben uns ja im Bundesrat, haben die Länder sich jetzt klar positioniert. Und das ist ehrlicherweise die einzige Lösung, wie wir auf Dauer die ganzen Probleme um die Kinder- und Jugendmedizin und Geburtenstationen lösen können. Weil das jetzige System der Fallpauschalen ist nicht richtig. Aber Sie wissen auch, bei Ihnen ist es so gelaufen, dass ja gar nicht der Träger mit den Finanzen um die Ecke kam, sondern es auf einmal über Personalprobleme thematisiert hat. Und das halten wir für falsch, gerade wenn es ein Träger ist, der deutschlandweit 10.000 Mitarbeiter und Mitarbeiter hat. Aber das, was wir im Bundesrat jetzt durchgesetzt haben, und es hat mehrere Monate gedauert, eine Mehrheit zu bekommen. Ich habe auch gedacht, eigentlich müssen alle dafür sein, weil alle haben dieses Problem. Aber zu meiner Überraschung gab es nicht viele Bundesländer, die am Anfang auf unserer Seite waren. Okay. Aber das wissen Sie auch, dass die Entscheidung erst eine neue Bundesregierung treffen wird. Die wird jetzt nicht mehr kommen. Und mein Ziel war es auch, das jetzt eben auch aus dem Wahlkampf rauszuhalten. Weil ich glaube, was die Leute brauchen, sind jetzt nicht große Reden, sondern dass sie daran arbeiten. Und das machen wir. Und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, dass der Landrat, der Landkreis bereit war, überhaupt wieder das Krankenhaus zu nehmen und zu sagen, wir versuchen jetzt das, was andere, sag ich mal, vermasselt haben, wieder hinzubekommen. Und da müssen wir weiter dran arbeiten. Das ist schwer und es ist auch schwer, eine gute Lösung zu finden, aber daran arbeiten alle Beteiligten. Ich habe eine Bitte an Herrn Glase, von den Hebammen und von den ganzen Frauen, die schwanger sind und die erbilden können. Sorgen Sie bitte dafür, dass die Klinik, wenn die nicht offen haben, dass die sich abmelden und das nicht hinter verschlossenen Türen machen, die Frauen dort vor verschlossenen Türen stehen. Es ist jetzt seit langer Zeit endlich mal passiert, dass Parchim sich offiziell abgemeldet hat. Ich betreue Frauen im Landkreis Parchim. Und wenn wir nicht mal informiert werden darüber, dass die Klinik für Tage schließt, die Frauen, die fahren Wege ohne Ende. Wir haben im Rettungsdienst diskutieren müssen, damit Frauen nicht nach Parchim gefahren werden, obwohl die Klinik nicht an Bord war. Da wurde gelogen, da wurde dem Rettungsdienst gesagt, die können die Frau in 4 Stunden bringen. Und Recherchen haben gebracht, es waren an dem Tag überhaupt keine Entbindungen. Es hat keine Entbindung stattgefunden, weil keine Ärzte da waren. Das ist den Frauen und den Eltern gegenüber und auch uns gegenüber unverantwortlich. Und das möchte ich Sie bitten, dass Sie das wirklich in Angriff nehmen, weil das ist kein Zustand. Wir haben hinterher zu tun mit der Aufarbeitung. Ich gehe der Sache nach. Ich kann Beispiele nennen. Gesetzlich sind die Kliniken verpflichtet, wenn kein Personal da ist, sich abzumelden. Das wird nicht gemacht. Das will ich ausreden. Mit dem Rettungsdienst und mit anderen Kliniken Absprachen zu treffen, wo dann die Entbindung oder die Notfallversorgung stattfindet. Das ist ein gesetzlicher Auftrag. Den haben die Krankenhäuser umzusetzen. Das ist aber leider nicht so. Wenn sich herausstellt, wie Sie sagen,
jetzt war es mal. Ich kann Ihnen Beispiele geben, Sie kennen mich, ja, Sie können mich gerne in, also in... Checken Sie mir die Dinge dazu. Das mache ich. Also es ist total gut, dass Sie das nochmal angesprochen haben und der Gesundheitsminister nimmt mit und wird mit den Krankenhäusern sprechen, weil in der Sache haben Sie völlig recht. Ja. Bitte wirklich um Verständnis, wir haben jetzt schon... Dass es jetzt die Verantwortlichen in nächster Zukunft steht, am Eintisch jetzt Ich habe Ihnen die Zeitlinie genannt, die wird auch täglich eingehalten. Diese Woche laufen die Angebote aus, das werden sie ausgewertet, dann geht es in den Aufsichtsrat, dann geht es in die Gremien des Kreistags. Und wenn wir in die Gremien des Kreistags dann das Konzept gut gefunden haben, dann reden wir mit dem Landkreis, mit Finanzen, die hier die sind. Wie viel wird es dann gebraucht werden, um so erstmal die Hardware zu haben, um die Betreuung für alles zu regeln. Herr Minister, Frau Minister, ja, genau. Vorsichtig. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch. Dass ich jetzt mit dem stellvertretenden Vize-MP ins zweite Mal. Vielen Dank. Doktor. Vielen Dank. Also die Fahne hoch. Das macht er. Im Impfzentrum und hier. Alles Gute. Danke Ihnen auch. Tja. Sure.